Hallo und herzlich willkommen zu meinem The Knitting Translator Podcast. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin, Übersetzerin, Übersetzerkursentwicklerin und Autorin und lebe mit meiner kleinen Tochter und meinem großen Hund in der Stadt, die es nicht gibt, wie ich es sage, beziehungsweise wie es die Legende besagt. Also in Bielefeld, um das ein bisschen zu entzaubern. Eine Stadt, die einfach nur weit weg von allem Geschehen liegt, irgendwo, ja, fast schon in der nordrhein-westfälischen Steppe und wo man nur hinkommt, wenn man absichtlich dahin muss, glaube ich. Ich glaube, das ist somit der Auslöser gewesen für diese Legende. Aber darum geht es nicht in dem Podcast. Wir sind ja hier in der Strickerwelt. Ich spreche in meinem Podcast für diejenigen, die zum ersten Mal hier gelandet sind, normalerweise übers Stricken und die damit zusammenhängenden Überlegungen von mir oder andere strickbezogene theoretische Themen, sage ich mal. Und immer wieder lasse ich aber meinen Hauptberuf, das Übersetzen, mit einfließen und verwebe das sozusagen mit dem Stricken. Ja, inwieweit Stricken und Übersetzen zum Beispiel was gemeinsam haben. Dazu gab es schon eine Folge, die ich dann wahrscheinlich verlinken werde, beziehungsweise hier benennen werde. Dann habe ich vom Übersetzen von Strickanleitungen und einem Vergleich zwischen Übersetzen von Strickanleitungen und dem Strickdesign gesprochen in einer anderen Folge, die ich auch verlinken werde. Ja, und immer wieder lasse ich halt etwas aus meinem Beruf einfließen. Und das Stricken ist für mich ja mittlerweile auch, also jetzt kein Beruf natürlich, aber ich professionalisiere mich in der Strickerwelt nach und nach. Das wisst ihr aus meinen umfangreicheren Vorstellungen. Und zwar neben diesem Podcast, der jetzt keine keine Professionalisierungsidee sozusagen war, sondern eher Ausdruck, also Ausdruck meiner Liebe zum Stricken, Ausdruck meiner Liebe zu dieser Strickerwelt, zu Garnen und die Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren, also mit euch und mit anderen Podcasterinnen bzw. anderen Influencerinnen aus der Strickerwelt oder Designerinnen und so weiter, also halt mehr gesehen zu werden im Sinne, ja, mich mehr mitteilen zu können in dieser Welt. Das ist der Hintergrund für diesen Podcast gewesen und nach wie vor ist das der Hintergrund. Aber ich habe halt auch verschiedene andere ja, Ausrichtungen in meinen Strickbemühungen. Also neben dem Stricken für mich selbst einfach nur, nehme ich auch gerne teil an Teststricks oder ich übersetze Strickanleitungen. Ich habe auch einen kleinen Etsy-Shop für Garne, wo man zum Beispiel auch dieses Garn kaufen kann. Das ist BFL Fleece Decay von West Yorkshire Spinners, Naturfarben sozusagen, also naturweiß ungefärbt und Non-Superwash. Das ist im Prinzip meine Lieblingsgarnart. Ja, also ungefärbt bzw. vielleicht handgefärbt oder ja, möglichst natürlich, Non-Superwash, möglichst ja, 100% Natur, also sprich ohne Plastik, außer bei Sockengarnen teilweise, weil sie dann doch besser halten bei mir. Ja, also das ist quasi die Ausrichtung im Podcast. Und heute gibt es wieder sowas wie ein theoretisches Kapitel, das ist aber eher ein Reisebericht. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben vielleicht gesehen, dass ich auf der H&H Cologne gewesen bin, letzten Sonntag. Darüber berichte ich ein bisschen und dann spreche ich über, oder zeige ich und spreche ich über meine aktuelle Strickprojekte. Das mache ich dann nach dem Bericht über die H&H. Und dann ganz am Ende gibt es eine kleine Info zu meinem Wollshop, den ich über oder auf der Etsy-Plattform betreibe, auch ganz absichtlich auf Etsy. Das, ja, sage ich vielleicht jetzt schon, weil mir das jetzt gerade einfällt und bevor ich es am Ende vergesse zu erwähnen, sage ich das jetzt. Und zwar ist für mich die Plattform, die Etsy-Plattform, auf der ja
auch andere, ja, sowohl Privatpersonen als auch kommerzielle Anbieter ihre Erzeugnisse oder Erzeugnisse anderer anbieten können. Das ist für mich so ein bisschen wie ein großer Markt, auf dem kleine und große Aussteller bzw. ja, Stände quasi sind und wo man Teil einer Community, einer Handarbeits-Community ist oder sich so fühlen kann. Und das tue ich. Ja, ich spiele zwar mit dem Gedanken, eine eigene Webseite, beziehungsweise nein, ich spiele nicht nur mit dem Gedanken, sondern ich habe auch eine Domain für meine Strickwelt, sozusagen auch für den Shop. Aber ich habe auch teilweise diese Internetseite live geschaltet gehabt. Aber dann, ja, erstens benötigt eine eigene Internetseite natürlich viel mehr zeitliche Zuwendung, die ich leider nicht so viel leisten kann im Moment. Und außerdem fühlt man sich irgendwie alleine, weil man dann wirklich für alles alleine zuständig ist. Und bei Etsy ist das so, dass man quasi einen eigenen Stand oder einen kleinen eigenen Shop eröffnet. Und es gibt aber noch viele andere Shops, die ähnliche oder ganz andere Produkte verkaufen. Und so ist man Teil einer Community. Man muss viel weniger Zeit aufbrauchen, um die Ware zu präsentieren, weil man sich mit der Technik nicht auseinandersetzen muss. Man muss sich natürlich darum kümmern, dass man Fotos macht, dass man die Beschreibungen macht, dass sie korrekt sind, dass man die Ware korrekt verpackt, versendet, auch Marketing macht teilweise. Aber es gibt halt auch diese große Unterstützung des Etsy-Marktes in Anführungszeichen, die es einem viel bequemer und auch viel weniger aufwendig macht, das ja, zu machen als Shop. Das ist der Grund, warum ich noch auf Etsy bin. Ist nicht auszuschließen, dass ich irgendwann das auf meine eigene E-Commerce-Seite umsiedle, aber noch bleibe ich da. Nun, dann fangen wir an. Und zwar mit dem Bericht über meine Reise zu H&H bzw. nach Köln. Naja, in Köln war ich eigentlich nicht viel. Ich war eben an dem Tag nur auf der H&H und habe in Köln nicht übernachtet oder sowas und auch nicht in Köln spazieren gegangen oder so. Also war halt eben nur auf der H&H. Wir sind vorher schon in eine andere Stadt in der Umgebung von Köln gefahren. Also am Samstag sind wir schon rübergefahren, haben Samstag da in der Nähe verbracht mit unseren privaten Angelegenheiten und am Sonntag bin ich dann morgens direkt zu H&H und nachmittags wieder zurück und dann erst wieder nach Bielefeld. Und die H&H, für diejenigen, die sich noch nie so thematisch damit auseinandergesetzt haben, das ist eine, soweit ich weiß, Deutschland oder die größte, wie heißt das, eine so, Wortfindungsschwierigkeiten. Diese Folge nehme ich übrigens zum zweiten Mal auf, komplett. Ich habe sie gestern schon aufgenommen, aber es ging mir gestern, oder ich war einfach müde. Ich war irgendwie nicht so mental präsent wie, oder nicht so konzentriert, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich fand, dass ich ja, irgendwie unruhig sprach und hin und her gesprungen bin thematisch. Also nehme ich das jetzt halt nochmal auf und hoffe, dass es heute besser wird. Ich bin zwar immer noch müde, aber auf eine andere Art und Weise. Meinem Hund ging es heute Nacht nicht so gut. Wir mussten mehrfach raus. Er hat gestern was Falsches gegessen. Also es ist nichts, hoffentlich nichts Bleibendes. Es geht ihm auch jetzt immer noch nicht so toll. Aber ich denke, das war wegen des Essens. Und ja, deswegen mussten wir nachts mehrfach raus und ich habe bis 1:30 eine Horrorserie geguckt. Ist vielleicht auch nicht die beste Voraussetzung, um gut zu schlafen, aber irgendwie bin ich momentan in so, ja, in Horrorserien Modus sozusagen. Das ist jetzt schon die zweite oder die dritte, die ich so durchgucke. Und dann vergeht das normalerweise bei mir. Also das sind entweder romantische Filme oder Horrorserien oder was auch immer. Und dann gucke ich das so ein bisschen durch und dann ist es wieder vorbei und dann gucke ich wieder Strickpodcasts. Ja, die H&H ist die Handarbeitsmesse, die größte in Deutschland, vielleicht auch eine der größeren international. Und so kommen ja aus verschiedenen Ländern, unter anderem natürlich aus Deutschland, aber auch aus Dänemark, Niederlanden,
Türkei, Spanien, Italien, USA, Großbritannien, ja, Gäste und Aussteller. Und also vorwiegend Aussteller, Gäste kommen eher aus Deutschland oder halt aus den Niederlanden oder Dänemark, weil es halt ansonsten zu weit ist für die Anreise. Aber es gab Franzosen, glaube ich, auch. Also man konnte an den Autos erkennen, halt, wo die Autos zumindest herkommen, dass auch die Besucher international waren. Die Messe ist nur für Fachbesucher geöffnet. Das heißt, ganz normale Privatstrickerinnen können da leider nur rein, wenn sie auf irgendeine Art und Weise in der auf dem Handarbeitsmarkt bzw. in der Handarbeitsbranche beruflich tätig sind. Und ja, ich war dann quasi als Shopbesitzerin da. Aber natürlich bin ich auch so als Strick-Influencerin. Da wurde mir gesagt, irgendjemand hat mich vor kurzem Influencerin genannt. Ich glaube, das war das Finanzamt. Positiv, ja. Also keine Angst, ich habe ein Gewerbe für meinen Shop. Es ist keine, weiß ich nicht, keine private Angelegenheit in dem Sinne, sondern alles, was ich in der Strickerwelt für Geld mache, mache ich mit. Also auf der Grundlage des Gewerbes. Ich bin zu Finanzamt ängstlich sozusagen. Oder ich mag es nicht, wenn es eine Gefahr gibt, dass ich Probleme mit dem Finanzamt bekommen könnte. Also ich melde alles immer an, was ich mache, damit ich dann lieber Steuern zahle und dafür aber ruhig schlafen kann. Und so ist das mit dem Stricken eben auch. Ja. Die Haut-Haar, ich lenke mich doch immer wieder ab auf andere Themen. Ich hoffe, das wird besser im Verlauf der Folge. Die Haut-Haar ist also für Fachbesucher gedacht und zwar normalerweise zur Geschäftsanbahnung. Ja? Also da stellen sich zum Beispiel Hersteller von Stoffen, von Garnen, von die Verlage haben sich da ausgestellt, die im Handarbeitskontext Bücher herausgeben oder Zeitschriften. Dann ist die Messe da, um über Trends quasi zu sprechen und die Trends zu zeigen. Also die Hersteller von Garnen oder Stoffen zeigen dann ja ihre Vorstellung davon, was für dieses Jahr oder für die nächsten 12 Monate ungefähr bis zu der nächsten H&H die Trends sein werden, zum Beispiel in Bezug auf die Schnitte, in Bezug auf die ja, Formen, Strukturen von ja, Strickerzeugnissen, aber auch in Bezug auf Farben von Garnen oder in Bezug auf Garne. Dann redet man, genau, die Messe ist natürlich auch ein Treffpunkt, ein Branchentreffpunkt international, da also viele kennen sich, die dort sind. Also ich kannte auch einige, aber natürlich nicht alle. Die meisten Marken waren mir bekannt. Es gab auch zum Beispiel aber auch Aussteller aus China und aus der Türkei, die mir nicht bekannt oder weniger bekannt waren. Und ja, das sind so die Hauptzielsetzungen dieser Messe. Ich habe so jetzt, was mein Eindruck angeht, ich war ja am Sonntag da. Mir wurde gesagt, dass am Samstag relativ voll war. Am Sonntag war es aber unglaublich schön entspannt. Ja? Ich habe ja schon mal über Zwolle berichtet, also über die Handwerksbörse in Zwolle, die ich vor ein paar Monaten besucht habe. Da war es richtig voll. Und auf der H&H jetzt natürlich wegen ja, dieses Fach. Kontextes, dass Privatpersonen nicht rein durften und weil es Sonntag war, war es wirklich am Anfang richtig leer, was ich als sehr schön empfand. Ich mag ja große Menschenansammlungen nicht so. Und dann später hat sich das ein bisschen gefühlt, aber es war trotzdem unglaublich entspannt. Es war ja einfach nur, einfach wenige Besucher waren da, also vergleichsweise wenige Besucher, so für die Größe der Räumlichkeiten. Und man konnte sich wirklich am Stand in Ruhe unterhalten mit den Anbietern, also mit den Herstellern zum Beispiel. Oder ich war bei den beiden Verlagen, da konnte man auch entspannt die Bücher sich angucken, die Zeitschriften angucken. Ich habe sogar mit der Frau Stiebner von dem Stiebner Verlag gesprochen. Also man konnte direkt mit Menschen sprechen, ohne dass ja, drumherum irgendwie sich Menschen geschart hätten. Und
ja, man sich unter Druck gesetzt fühlte. Also ich bin da, ihr merkt vielleicht, ich mag große Menschenansammlungen einfach nicht. Ich mag, wenn es viel Platz für wenig Menschen gibt. Ich habe jetzt nie so viel aufgenommen auf der Messe, immer wieder schon. Ich habe auch versucht, so die Stände aufzunehmen. Zwischendurch habe ich Fotos gemacht oder Videos gemacht. Das werde ich alles so zusammenstellen, dass das irgendwie eine chronologische Abfolge ist und ans Ende der Folge setzen, in den Abspann, damit ihr auch einen Eindruck bekommt. Es gab da nämlich, ja, hier und da gab es natürlich schöne Ausstellungsobjekte, mit denen die Hersteller für sich oder für die eigenen Produkte geworben haben oder einfach nur die zur Deko da waren. Die ja, seht ihr dann, diejenigen, die ich aufgenommen habe, die seht ihr dann am Ende im Abspann. Und ansonsten war mein Ziel eigentlich, ja, einfach mal in diese Branche ein bisschen tiefer einzutauchen, so für mich quasi. Aber auch war ich auf der Suche nach interessanten Garnen oder grundsätzlich interessanten Produkten, um sie in meinen Etsy-Shop aufzunehmen oder in meinen Shop aufzunehmen. Und das wären dann Non-Superwash oder Naturgarne. Ja, in schönen Farben. Ja, und so habe ich dann zum Beispiel mit ein paar Ausstellern mich unterhalten und bin da noch am Nachverfolgen der Kontakte sozusagen. Deswegen sage ich jetzt noch nichts Konkretes dazu, aber eventuell kommen noch weitere Produkte in meinen Shop, die entweder Naturgarne sind oder vielleicht Strickzubehör noch ein bisschen ausbauen. Das würde ich nämlich gerne auch mir in meinen Shop aufnehmen, damit man, ja, wenn man bei mir einkauft, damit man quasi alles, was man zum Stricken oder das Nötigste, was man beim Stricken benötigt, auch da hat. Und ja, wie gesagt, dabei konzentriere ich mich halt auf Naturgarne, die vielleicht auch teilweise etwas ein bisschen rustikaler sind, aber dennoch ja gut tragbar in Deutschland. Ja, ich lebe ja in Deutschland, wie die meisten von euch auch. Und deswegen gucke ich natürlich das oder versuche ich das zu finden, was wir hier auch gut verwenden können. Und ein Highlight für mich auf der Messe war das Kennenlernen. Ach nee, es gab zwei Highlights. Genau, eine Highlight war das Kennenlernen der Chefredakteurin der deutschen Ausgabe des Magazins The Knitter. Das ist ja eigentlich, soweit ich weiß, ein britisches Magazin für Stricker und Strickerinnen. Und es gibt aber eine deutschsprachige Ausgabe, die auch in Deutschland geschrieben und vorwiegend geschrieben, denke ich, und herausgegeben wird. Und ich habe die Janne Graf kennengelernt, das ist die Chefredakteurin. Und sie hat auf der Messe am Sonntag ein Interview gegeben oder so eine Art, ja, Vortrag kann man nicht sagen, das war ein Interview, könnte man sagen, oder so ein Auftritt gehabt zum Thema Gesundheitselixier stricken. Ja, und das Thema triggert mich sehr. Ihr wisst das, ich spreche immer wieder darüber, jetzt nicht unbedingt über, ja, so tiefgehende psychologische Auswirkungen des Strickens, aber ich deute das immer wieder an. Und das Stricken ist für mich halt oder hat für mich eine sehr tiefgehende psychologische Wirkung. Für euch, für viele von euch sicherlich auch. Alleine dadurch sieht man das, dass in den Zeiten der Pandemie sehr viele angefangen haben zu stricken, beziehungsweise zum Stricken wieder zurückgefunden haben. Und ja, das Ganze jetzt sehr intensiv betreiben. So war es ja auch bei mir. Ich stricke zwar seit 40 Jahren, aber das kommt dann immer so wellenmäßig. Und die Welle ist jetzt am höchsten, ja, also oder am größten. Und sie hat tatsächlich vor 3 Jahren angesetzt, also quasi zeitnah, gleich mit der Corona-Pandemie. Ja, also habe ich Janne Graf kennengelernt. Ich habe mit ihr auch gesprochen vor ihrem Auftritt und kurz danach. Und ich habe den Auftritt aufgenommen und werde sie jetzt im Verlauf der Bearbeitung dieses Videos anschreiben und fragen, beziehungsweise ich habe sie gefragt, ob ich es aufnehmen darf, aber wir haben uns darauf verständigt, dass ich sie nochmal frage nach dem Aufnehmen, dass sie, ja, ob ich das in meinem Podcast verwenden darf, was ich aufgenommen habe. Das ist eigentlich das vollständige Interview, bis auf die Verabschiedung. Und das kläre ich dann während der Bearbeitung des Videos. Und wenn sie ihr Ja dazu gibt, dann werde ich das entweder im Anschluss an das Video, also quasi als Bestandteil der Folge, noch dranhängen. Oder ich mache daraus ein eigenes kleines Video,
das zeitgleich, aber mit dieser Folge oder kurz danach erscheinen wird. Ich hoffe, das klappt so zeitlich, weil jetzt vor den Feiertagen, beziehungsweise jetzt sind ja Urlaubszeiten auch bei vielen, wird das, könnte sein, dass sie jetzt im Urlaub ist und dann ich die Antwort nicht so schnell bekomme, aber dann würde ich das Video schnellstmöglich nachreichen, wenn sie ihr Einverständnis zur Veröffentlichung unter meinem Namen gibt. Das würde mich sehr freuen. Ja, wenn Sie, also Frau Graf, wenn Sie an dieser Stelle meine Folge sich angucken, schöne Grüße. Ich würde mich so, 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 so freuen, wenn ich die Aufnahme mit implementieren könnte in meinem Podcast. Und dann das zweite Highlight war ein zufälliges Treffen und Kennenlernen von Julie von Woolen Twine. Vielleicht kennt ihr sie schon. Ja, sie ist eine Deutsche, ursprünglich, soweit ich weiß, Handfärberin, aber mittlerweile lässt sie auch eigenes Garn produzieren. Und sie agiert oder wohnt und arbeitet in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg. Auf jeden Fall wird Hamburg immer wieder erwähnt. Sie hat auch einen eigenen Podcast, der ist allerdings in Englisch. Und sie spricht meistens, also eher wenig, glaube ich, darüber, was sie strickt, sondern mehr darüber, welche Garne sie hat. Und sie hat wirklich wunderschöne Garne. Das sind alles nachhaltig produzierte, nachverfolgbare, ja, umweltschonend und fair produzierte und importierte Fasern und Garne, die sie verwendet. Non-Superwash. Sie hat auch so zum Beispiel so Mischungen wie BFL Messam. Dann hat sie jetzt ein Silk Mohair neu eingeführt, mit dem ich schon sehr, sehr, sehr intensiv liebäugele. Schöne Grüße an Julia an dieser Stelle. Ich muss aber ein Projekt finden dafür, bevor ich das kaufe, weil sie sind dann natürlich etwas teurer, aber sie sind halt wirklich nachhaltig, wirklich fair und richtig schön und gut und umweltschonend und so weiter. Aber, nee, nicht, kein Aber. Ja, es gibt kein Aber. Sie sind einfach wunderschön. Und ich habe mit Jule, das war ganz süß, wie ich sie entdeckt habe. Sie kennt mich nicht, ja. Also ich vermute mal, sie hat noch nie meinen Podcast gesehen. Ist auch in Ordnung. Aber ich habe dann so einen längeren Stand von einem türkischen Hersteller aufgenommen und dann quasi durch die Kamera plötzlich sie gesehen und erkannt. Und dann habe ich sie direkt angesprochen, weil ich dachte, das ist jetzt die Chance. Beziehungsweise ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich habe einfach nur gedacht, ich kenne sie und ich wollte sowieso mit ihr sprechen. Ich habe da nämlich eine Idee, schon seit ein paar Wochen. Also habe ich angesprochen und so haben wir uns kennengelernt. Und ich habe sie gefragt, ob sie denn Interesse hätte, mit mir zusammen eine Folge zu machen. Und grundsätzlich hätte sie Interesse. Von daher hoffe ich, dass wir so gegen Sommer oder im Sommer, vielleicht gegen Herbst, also aber auf jeden Fall in absehbarer Zukunft, eine gemeinsame Folge machen in deutscher Sprache zu einem speziellen Thema, das mir schon lange quasi im Kopf rumspukt. Ja, das sind meine H&H-Erlebnisse. Und ja, ich habe viel mitgenommen im Sinne Kontakte. Ansonsten gibt es jetzt nicht so viele Geschenke oder sowas, die man da bekommt. Man kann da ja quasi nichts kaufen. Man kann zwar Verträge abschließen oder Bestellungen aufgeben, aber man nimmt jetzt nicht unbedingt Ware mit. Ich habe da ein paar kleine Geschenke bekommen, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, nee, ist nicht der Rede wert. Warum ich überhaupt hingegangen bin oder hingefahren bin, eigentlich aus den genannten Gründen. Ja, ich wollte mir die Trends anschauen für dieses Jahr, einfach nur für mich, so, um zu sehen, was die anderen für oder was die Hersteller für interessant halten. Ich musste in der Vergangenheit häufig die Erfahrung machen, dass ich nicht unbedingt den Haupttrends folge. Insbesondere was Farben angeht, die Formen von oder Schnitte von Kleidung, die sind ja auch Geschmackssache, aber bei Farben äußert sich das, glaube ich, noch stärker, zumindest bei mir. Und das hat sich so ein bisschen bestätigt auf der H&H. Das, was ich sehen konnte, das waren auch so eher Mischfarben. Also es wurde viel in Lila, in Türkis, in Orange,
gezeigt. Das sind alles nicht meine Farben. Ja, ich mag sie einfach nicht. Also teilweise stehen sie mir, außer Orange, Türkis und also Türkis und Lila sehen ganz gut aus, glaube ich, an mir. Aber ich mag die Farben einfach nicht. Ich verwende sie ganz selten und nur in kleinen Mengen, sage ich mal. Bis auf vielleicht irgendwelche Ausnahmen. Sowas wie so verwaschenes Lavendel in hell oder dunkel mag ich, ist ja auch eine Variante von Lila, aber so knalliges Lila oder knalliges Türkis, das ist einfach nicht meine Farbe. Und davon gab es aber sehr viel auf der Messe. Und es waren aber auch viele neutrale Töne vertreten. Ja, das ist ja eher meins, also beige, also so Naturbeige, sage ich mal. Grau, teilweise grau war recht wenig. Was noch? Ja, so beige in allen Abstufungen eigentlich, war recht gut vertreten. Auch bei neuen Garnen von Pasquale zum Beispiel, die waren auch in so dunkelbraun und heller braun, helleres Braun. Was war da noch? Irgendwas? Ach ja, genau, und die Neonfarben. Die waren auch immer wieder da und grundsätzlich natürlich bei vielen Ausstellern, ja, um ins Auge zu springen, waren auch neonfarbene Ausstellungsobjekte in unterschiedlichen Formen. Davon seht ihr auch ein bisschen was im Abspann. Die waren dann auch an den Ständen dran und die waren natürlich teilweise auch in Neon, aber auch Kleidung, die auf dem, wie heißt das, wo die Models hin und her laufen, auf dem, nee, nicht Steg, ich weiß es nicht. Wenn ich dazu komme, dann schaue ich nach und schreibe das hier, das Wort, das ich brauche. Aber auf jeden Fall, Models laufen ja normalerweise so hin und zurück auf einem, ja, auf so einem Weg. Und ja, auf diesem Weg habe ich dann halt auch Neons gesehen, also Neonfarben. Von daher denke ich mal, dass Neonfarben dieses Jahr offensichtlich noch aktuell sind. Sie sind ja schon seit ein paar Jahren eigentlich recht groß überall vertreten und scheinbar werden sie uns noch weiter begleiten. Ja, genau, das war's zu H&H. Nun bin ich schon kurz vor Köln und freue mich total auf die H&H. Das ist jetzt mein zweites Mal auf der H&H. Ich war vor ein paar Jahren, also vor 4 Jahren ungefähr, vor 4 oder 5 Jahren war ich da dort. Da war ich noch nicht so intensiv mit in die Stricker-Community integriert und hatte noch keinen Online-Shop oder keinen Wollshop. Und jetzt habe ich ja ganz andere und viel vielfältigere Bezüge zur Strickerwelt und andere Gedanken und andere Absichten auf der H&H und bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich finde dort das, was ich suche. Ich berichte später darüber, ob ich es gefunden habe. Ich habe vor, ein paar Gespräche zu führen. Und ich freue mich natürlich wie immer, einfach in Köln zu sein, auch wenn ich nicht in die Stadt gehen kann. Ich werde nur in der Messe den Tag verbringen und dann wieder zurückfahren. Aber das wird sicher aufregend. Und es wird sehr bunt.